Hallo meine Lieben, ich begrüße dich herzlich zu einem Auswahlorakel. Wir schauen, worum es aktuell bei dir geht und was der Rat, die Botschaft für dich ist. Das ist eine zeitlose Legung, das heißt, sobald sie dich findet, ist diese Botschaft genau richtig für dich. Natürlich ist es eine Kollektivlegung, deswegen spür mal rein, ob es zu dir passt und ob du eventuell ein paar Impulse mitnehmen kannst. Und jetzt darfst du dich entscheiden zwischen Stapel Nummer 1 mit dem wunderschönen Amazonit-Donut, Stapel Nummer 2 mit der wunderschönen Bergkristallspitze und Stapel Nummer 3 mit dem wunderschönen Aventurin. Und fühl mal, welcher Stein dich oder welcher Stapel dich magisch anzieht. Und dann beginne ich jetzt mit Stapel Nummer 1. Also, alle, die sich für Stapel Nummer 1 entschieden haben, da bekomme ich, also wir haben hier einmal den Park im Lenormand, das Schiff und den Diebstahl in den Kipperkarten. Und das, was ich so wahrnehmen kann, ist, dass es hier bei dir um eine große Veränderung geht, die dir so einiges abverlangt. Das könnte natürlich zum einen etwas sein für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen oder die vielleicht gerade etwas vortragen, für jemanden, der vielleicht eine Präsentation plant. Ja, wo viele andere Menschen involviert sind, eine Rede, manche bestimmt betreffend der Politik. Es kann hier natürlich aber auch um eine Reise, um einen Urlaub gehen, vielleicht sogar eine Schiffsreise, die du geplant hast, mit mehreren, mit Freunden, mit Familienmitgliedern. Es könnte natürlich sein, dass da jetzt aktuell vielleicht etwas umkoordiniert wurde oder ja, dass es da Neuigkeiten gibt, was dich vielleicht im ersten Moment jetzt nicht so glücklich stimmt. Aber ich bekomme halt diesen Diebstahl auch ganz extrem zum Thema Zeit, dass du das Gefühl hast, dass du aktuell viele Sachen nicht unter einen Hut bekommst, dass wirklich so privat, aber auch organisatorisch bei manchen sicherlich der Beruf, weil wir natürlich hier auch das Geld sehen. Also es kann gut sein, dass du das Gefühl hast, dass der Tag ja am liebsten viel mehr Stunden hätte, als er wirklich hat, weil du es einfach nicht hinbekommst. Also ich spüre hier wirklich, dass viel los ist, viel zu tun ist, du viel zu erledigen hast und ja, vielleicht Pläne hast, Ausflugspläne oder wirklich in dieser organisatorischen Phase bist, um eine Reise zu planen. Das ist das, was ich so reinbekomme. Für manche bekomme ich tatsächlich auch eine Planung eines Familienfestes, Planung einer Hochzeit. Oder vielleicht aktuell war jetzt schon eine Hochzeit und ja, dieses Ganze aufzuräumen, Danksageskarte, das ist ja auch alles sehr zeitintensiv. Für wieder andere bekomme ich tatsächlich, ja, im Beruflichen, dass man vielleicht nicht nur einen Job hat, sondern mehrere. Oder wenn du zum Beispiel selbstständig bist, viele Projekte gleichzeitig und du hast das Gefühl, du wirst ja dir selber nicht mehr so richtig gerecht. Es kann natürlich auch sein, dass viele Aufträge reinkommen und du dich natürlich darüber freust, viele Kontakte hast, aber ja, mit diesem Diebstahl hier vielleicht nicht alle Aufträge annehmen kannst, weil du es einfach zeitlich nicht hinbekommst. Also schau jetzt mal für dich, ich bekomme hier wirklich ganz speziell das Thema Zeit. Das Thema Organisation, das Thema alles unter einen Hut bringen. Ja, für manche bekomme ich auch, dass man wie so ein Krankheitsgefühl die ganze Zeit hat, obwohl du nicht krank bist. Aber das sind wie diese Vorsymptome, wenn man krank wird, aber es bricht nicht aus. Und das ist einfach nur ein Zeichen, ja, dass du ein bisschen überfordert bist und hier vielleicht wirklich diese Reise mal brauchst, vielleicht einen Urlaub brauchst, eine kleine Auszeit für dich. Dir generell aber schon diese Verbindung und das Netzwerken mit den Leuten dir ganz gut tut.
Also hier spüre ich nämlich auch mit der Karte, dem Wiegenlied, dass du dich auch danach sehnst. Also wir haben hier natürlich wieder, man erkennt es vielleicht ein bisschen schlecht. Wir haben hier auch die See, wir haben den Mond. Also ich habe so das Gefühl, dass dich das schon alles ein bisschen belastet und dass du dir Ruhe, eine Auszeit oder einen Wellnessbesuch wünschst, als würdest du ja einfach ein bisschen erschöpft sein von allem. Und ich habe so das Gefühl, weil wir hier die Geige haben, dass du gerne wieder ja, nach deiner Melodie spielen möchtest, damit du wieder in die Harmonie kommst. So spüre ich das. Und ja, vor allen Dingen das Wort Gleichgewicht ist das, was mir kommt. Dass du wieder selbst ins Gleichgewicht kommst und auch die äußeren Faktoren. Also, dass sich alles so ein bisschen ausbalanciert. Das ist so das, was ich hier bekomme. Und das Wichtige ist, dass du in dieser ganzen Thematik aber dennoch diesen Erfolg bei dir siehst. Und diesen Erfolg, das sehe ich ja auch gekoppelt mit der Paarkarte. Das heißt, an sich geht es dir ganz gut, weil du hast unglaublich viel Kommunikation, du hast unglaublich viel auch erreicht, vielleicht auch im Beruflichen. Dadurch, dass es vielleicht gerade so viel ist und du sollst generell halt auch immer noch offen sein und diese Offenheit bekomme ich ja auch wirklich zum einen für diese göttlichen Zeichen, die dir vielleicht geschickt werden, dass du auf dem richtigen Weg bist oder dass du jetzt eine Auszeit machen sollst. Also manchmal sind das natürlich so kleine Hinweise, die man geschickt bekommt, aber auch durchaus in die Dankbarkeit gehen darfst und einfach wertschätzen darfst, dass du hier eigentlich sehr stabil bist und dass du hier sehr geführt bist und dass du ja, für manche bekomme ich aber auch wirklich eine finanzielle Sicherheit hast, dadurch, dass du gerade so viele Aufträge hast und dadurch, dass es eigentlich gerade ganz gut läuft. Natürlich ist es auf der anderen Seite, dadurch, dass es ja nicht im Gleichgewicht ganz ist, dass dir die Zeit fehlt und du natürlich auch eine Auszeit brauchst. Aber letztendlich ist es ja das Lebensrad mit dem Auf und Ab und auch diese Zeit wird kommen. Und hier ist wirklich, dass du erfolgreich bist in dem, was du machst, was du tust. Und dass du da Vertrauen haben sollst. Und ich habe das Gefühl, dass gerade so dieses Vertrauen und das Wort Toleranz kommt mir gerade, auch mit deinen Mitmenschen, aber auch mit dir selber. Das heißt, dieser Perfektionismus, der darf ja auch ruhig abgelegt werden, denn du bist ja schon erfolgreich und niemand erwartet von dir diese 100% Leistung. Und wenn du mal eine E-Mail einen Tag später zurückschreibst, dann ist auch das in Ordnung. Es erwartet keiner von dir, wenn jemand dir zum Beispiel eine Mail schreibt, dass du die innerhalb von 10 Minuten beantwortest, geschweige denn noch am selben Tag. Und es ist hier so ein bisschen, ja, als dürfte dir bewusst werden, dass du selbst die Regeln aufstellst und dass du dir selbst gerade ziemlich strenge Regeln aufstellst. Und hier haben wir mit dem Rat an dich auch Akasha, deine Führung ist göttlich geleitet. Und das haben wir hier auch wieder mit dem Vertrauen, dass du hier auch geführt bist. Ja, dass du vertrauen darfst, dass das jetzt auch wirklich wieder in eine entspannte Phase geht. Und ich finde, die Karte zeigt auch wie so ein Spa, so ein bisschen hier so ein Wasserfall, Pastellfarben. Hier ist wieder das Meer. Also es deutet ganz viel wirklich auch auf Urlaub hin, wie ich finde. Mit dem Schiff, mit dem Wasser in der Geige haben wir das Meer. Hier haben wir das Meer. Also es kann natürlich auch sein, dass du wirklich schon einen Urlaub geplant hast oder wirklich einen Urlaub planen wirst am Meer. Wer weiß, vielleicht aber auch einfach der Tipp oder der Rat mit dem Wellness, dich wirklich mit dem Element Wasser auch zu verbinden und so ein bisschen tief tauchen, weil diese ganze Dynamik von diesem Zeitdruck, von dem, was Kopf gemacht ist, da darfst du jetzt einfach viel, viel mehr in die Gefühle gehen und ja, da eintauchen. Also das finde ich eigentlich ganz schön, wirklich in diesen Entspannungsmodus gehen. Für manche habe ich tatsächlich auch gerade so das Gefühl, kleide dich doch mit Pastelltönen oder natürlich, wenn du männlich bist, dann umgib dich vielleicht mit Sachen, die pastellig sind. Also das kann ja sowohl eine Kerze sein, die bei dir steht, das kann
Ein Accessoire sein, das kann so ein kleiner Stein sein, den du dir in die Tasche steckst und manchmal einfach reibst, rausholst, dir anschaust. Also es geht wirklich um diese Farbe Blau bekomme ich ganz, ganz stark. Und letztendlich haben wir auch hier den Amazonit. Und ich habe so das Gefühl, dass dir Blau ganz gut tun könnte, um dich wieder in diesen Fluss mit deinen Emotionen zu bringen, in diesen Fluss zu dir zu bringen. Und aus dieser Zeitspirale auszusteigen. Und letztendlich haben wir hier auch wirklich Blau gegeben. Also ja, Element Wasser, vielleicht spazieren gehen an einem See, schwimmen gehen, das kommt mir gerade. Also so ein bisschen das Sakralchakra-Thema mit der Hingabe in den Empfangsmodus zu gehen, natürlich hier. Auch nochmal der Hinweis mit dem Wiegenlied, okay, ich achte vielleicht vermehrt auf meine Träume, alles das, was mir in der Nacht kommt, das sind natürlich auch kleine Botschaften vom Universum. Und wenn du da in die Deutung gehst oder es dir aufschreibst, wenn du aufwachst, denn wir haben hier auch die Sterne liegen, kann das für dich auch sehr hilfreich sein. Für manche bekomme ich besonders das Lesen. Ne? Dass man da vielleicht auch noch mal abschalten kann oder vielleicht liest du etwas, was genau mit diesen Themen gerade zu tun hat, dann könnte das für dich auch schon eine Synchronizität sein. Es kann natürlich auch gut sein, für manche bekomme ich hier die Parksituation, dass du beim Spazierengehen, beim Einkaufen Menschen triffst, die dir vielleicht hilfreich sein könnten, also hier wirklich mit dem Erfolg. Wenn du offen bist, auch offen einfach mal vielleicht ein Smalltalk mit jemandem zu halten, der dich anspricht. Also ich habe so das Gefühl, dass über die Kommunikation und wenn du eben nicht im Kopf bist, sondern wirklich in der Hingabe, in den Empfangsmodus gehst, dass da auch ganz viel zu dir kommen mag. So bekomme ich das. Und das trägt dich auch weiter. Ne? Also das trägt dich und wie ich finde, jetzt aus diesem Verlust heraus, also aus diesem Stressmodus, wenn du halt nicht bewusst in meinem Kopf in diesem Leistungsdruck bist. Also ich habe das ganz extrem für Leute, die wirklich nonstop diese Gedankenspirale haben, wie, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Ich muss noch das erledigen, ich muss die Kinder abholen, ich muss einkaufen gehen, ich muss das zur Post bringen und so weiter. Und letztendlich, du darfst es ja selber verteilen. Ne? Das mit der Post kannst du vielleicht einen Tag später machen. Wenn es sich besser für dich passt, wenn du die Kinder irgendwie in den Kindergarten bringst, auf dem Rückweg schmeißt du es gerade ein. Also wirklich so ein bisschen den Stress rausnehmen, ein bisschen in die Hingabe, in den Flow gehen. Und da bekomme ich tatsächlich auch für ganz viele dieses Yoga machen, in den Fluss kommen, spazieren gehen, tanzen. Tanzen ist auch sehr gut für Sakralchakra, also wirklich in diese Leichtigkeit, aber doch in diesen Flow-Zustand zu kommen. Natürlich aber auch Meditation, in den Empfangsmodus gehen, in die Stille gehen, in die Ruhe gehen, sich auch ruhig hinsetzen. Und da habe ich so das Gefühl, dass da auch bei ganz, ganz vielen, wie hier, das Kronenchakra, als würde so eine Lotusblüte aufgehen. Und als würde man tatsächlich auch Sachen empfangen, wenn man dafür bereit ist und man wirklich aus diesem Aktionsmodus rausgeht. Das ist so das, was ich hier bekomme. Ja, Stapel 1. Schön, dass du dabei warst. Ich bin gespannt, was du mitnehmen kannst, inwieweit die Legung mit dir resoniert hast. Du siehst, ich bin noch am Anfang mit meinem Kanal. Über ein Like, einen Kommentar oder ein Abo würde ich mich sehr freuen und vielleicht sehe ich dich ja auch bei Stapel 2 oder 3, wenn du dich auch dahin gezogen gefühlt hast. Ansonsten vielleicht bei der nächsten Legung. Tschüss! Stapel Nummer 2, die Bergkristallspitze. Wenn du dich für Staffel Nummer 2 entschieden hast, schauen wir jetzt mal rein, worum es bei dir geht. Da sind nämlich drei Karten rausgefallen.
Und so, okay. Also, wir haben hier einmal die Lenormand-Karten. Das ist das Herz, der Ring und der Fuchs. Und das, was mir so kommt, wenn du dich für Stapel Nummer 2 entschieden hast, für den Bergkristall, dass es hier um Herzensangelegenheiten geht, um Verträge. Für manche bekomme ich sofort die Hochzeit, also dieses Hochzeit, Verlobung. Aber auch Herzensprojekte, vielleicht vertragliche Geschichten, wenn du jetzt ja, vielleicht mit deinem Hobby Geld verdienst und du hast jetzt das zum Beispiel Bildermeister, das erste Bild verkauft, oder jemand interessiert sich für deine Leistungen, für deine Person, aber auch, das könnte auch eine Beförderung sein, worauf du schon lange gewartet hast, eine Gehaltserhöhung. Ich bekomme hier ganz stark das Thema Anerkennung. Und das kann ja sowohl im Beruflichen sein, das kann aber auch sein, dass du schon lange Single bist und jemanden im Auge hast und er jetzt auch wirklich, ja, dich um ein Date bittet, mit dir ausgehen möchte, dich bemerkt, dich achtet. Allerdings haben wir hier auch den Fuchs liegen und das bekomme ich so, dass das vielleicht eine Situation ist, wo du einfach schon länger drauf gewartet hast und warst schon so ein bisschen in der Hoffnungslosigkeit, wird das überhaupt was? Bin ich da richtig oder vertue ich mich jetzt? Kann ich mich auf meine Intuition verlassen oder bin ich jetzt einfach blind verliebt zum Beispiel? Also so, als hätte man, oder beziehungsweise ich bekomme das auch für die andere Seite, mit der es zu tun hat, als hätte derjenige, ja, erstmal ein bisschen abgewartet und hier, wie man das sieht, auf der Karte so ein bisschen erstmal vorgeschnuppert. Ist es denn das so, wie ich mir das vorstelle? Aber das kann auch bei dir liegen, falls du ein Angebot bekommst, eine vertragliche Sache, dass du erstmal genau prüfst. Also wirklich eher diese Karte empfange ich hier so wie diese Klugheit. Oder dass du bei manchen gedacht hast, und das bekomme ich ja bei vielen auch zum Thema Freundschaft, kann ich demjenigen denn vertrauen? Also das bekomme ich ja auch. Ne? Kann ich das, weiß ich nicht, kann ich der Situation vertrauen? Kann ich der Person vertrauen? Ist bei dem Vertrag vielleicht irgendwas falsch, irgendwas Kleingedrucktes, was ich überlese? Und schau jetzt mal für dich auf, was diese ganze Thematik zutreffen könnte. Also ne, ganz, bei ganz vielen geht es wirklich um die Liebe. Es geht um etwas Vertragliches, um etwas, was dir am Herzen liegt oder jemand, der dir am Herzen liegt. Wir haben hier noch die gute Dame aus den Kipperkarten und das kann natürlich auch für Familienthemen stehen, für die Mutter stehen, für die Oma stehen, für eine Schwester, eine Tante. Es kann gut sein, dass es für manche auch um jemanden geht aus der Familie, der gesundheitlich vielleicht gerade angeschlagen ist, wo man sich Sorgen macht. Es kann natürlich sein, dass hier für manche, das ist ganz spannend, bekomme ich hier gerade, dass Muttertag etwas vorgefallen ist, was an einem nagt. Das könnte auch sein. Vielleicht gab es eine Situation, als du zu Besuch warst zum Muttertag, etwas, ja, dass ein Thema aufgekommen ist, wo man Streitigkeiten vielleicht hatte, was einen so ein bisschen beschäftigt, was jetzt noch ein bisschen an einem nagt. Und ich spüre hier so, einer dreht sich jetzt hier um und möchte jetzt erstmal nichts mehr damit zu tun haben, so auf die Art, ja, nee, ignoriere ich jetzt mal oder ich möchte nicht mit dir reden oder ich brauche noch was. Also diese Thematik kann natürlich auch sein. Das, was ich aber bekomme für dich, ist, dass du wirklich im Selbstbewusstsein bist. Also egal, worum es da geht, du bist eigentlich sehr selbstsicher. Du weißt die Situation auch schon einzuschätzen, auch wenn du hier natürlich in deinen Gedanken bist, weil es geht ja um eine Herzensperson, eine Herzensangelegenheit. Aber generell bist du jemand, der weiß, dass das schon irgendwie gut ausgeht und der auch, ja, weiß, was er kann. Also du weißt schon, was du kannst, was du willst. Du bist dir bewusst auch über deine Gefühle. Also ich bekomme das so, dass du schon genau weißt, was du fühlst. Und auch selbstbewusst genug bist, das auszusprechen, auch bei Verwandten, Freunden. Und das kann natürlich auch die Thematik sein, dass du etwas angesprochen hast, was vielleicht einem nicht so ganz gepasst hat.
Letztendlich haben wir Solitude und Freedom. Bekomme ich hier, dass das ganz wichtig ist und du auch in diesem Selbstbewusstsein bleiben sollst. Also wirklich dich nicht verunsichern lassen sollst. Das bekomme ich hier. Klar kommunizieren sollst. Also wirklich mit dem Herzen kommunizieren. Die Vögel sind natürlich auch immer ein Zeichen von Kommunikation, von Ausdruck, von Connecten mit anderen. Und hier mit diesem, mir kommt gerade der Satz der einsame Wolf. Und das sehe ich aber eher so, dass du vielleicht noch tiefer in deine Gefühle eintauchen darfst und das, was du dann da fühlst, zum Ausdruck bringen kannst. Und das wirklich halt mit dieser Selbstbewusstheit, die du auch mitbringst. Also ich bekomme so, dass du wie innere Klarheit bekommst, wenn du wirklich in den Rückzug auch gehst für dich oft. Und ich bekomme das in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und dann klar kommunizierst. Und du, ich habe nämlich so das Gefühl, dass wenn du mit deinem Herzen kommunizierst und das, was du fühlst, dann eröffnen sich dir neue Bögen, also neue Tore, neue Möglichkeiten. Und das könnte etwas sein, womit du wirklich nicht gerechnet hast. Oder was man auch gar nicht so vielleicht von dir kennt. Also man nimmt dich schon als den selbstbewussten Menschen wahr, aber ich habe schon durchaus das Gefühl, dass andere hier ein bisschen unterschätzt werden oft. Was ich hier noch wahrnehme, ist tatsächlich, ja, bei manchen kann es wirklich um eine ältere Person gehen und da bekomme ich ein bisschen Verständnis aufbringen. Also wirklich auch Verständnis für die Situation oder diese Person aufbringen. Also diese Person bekomme ich als sehr liebevoll, als sehr großzügig rein, vielleicht etwas in sich gekehrt oder, wie soll man sagen, etwas engstirnig, aber ohne, dass es der Person bewusst ist. Und da bekomme ich halt so, dass man schon mit dem Herzen kommunizieren darf, aber auch ein bisschen Geduld mitbringen darf, Toleranz mitbringen darf und ganz, ganz wichtig ist, was diese Person auch braucht, klare Kommunikation. Letztendlich haben wir hier auch den Bergkristall und die Bergkristallspitze ist natürlich auf einem Punkt fokussiert. Das heißt, es kann gut sein, dass von dir in einer Situation klare Kommunikation verlangt wird, also wirklich etwas auf den Punkt bringen. Und das wird nicht nur dir helfen, sondern auch dieser Situation und dieser Person. Und hier haben wir nämlich nochmal einen zweiten Hinweis, dass es natürlich auch um die Mutter gehen kann, um die Großmutter gehen kann. Wir haben nämlich hier einmal Sternenmutter, wie kannst du selbst gut für dich sorgen? Und das ist zum einen wieder der Hinweis auf etwas Mütterliches. Also wie gesagt, das kann natürlich auch eine Großmutter sein. Das kann natürlich auch eine Herzensperson sein, die etwas Mütterliches für dich hat. Ganz viel das Mutterthema und da ein bisschen Herzenswärme und klare Kommunikation. Und hier die Botschaft, wie kannst du selbst gut für dich sorgen, ist ja auch gekoppelt mit dem Selbstbewusstsein. Also, dass du aber auch in diesem Thema oder Verletzlichkeit bekomme ich hier mit dem Herzen, also dass du hier in diesem Thema oder Mutterthema klar kommunizieren darfst, aber auch mit einer Herzenswärme und für manche bekomme ich natürlich auch, dass man sich im Klaren darüber sein muss, dass alles vergänglich ist und dass, ja, dass man auch selbst letztendlich in erster Stelle für einen sorgt oder vielleicht auch irgendwann mal das Thema kommt, dass man für jemand anderes sorgt oder entscheiden muss. Also so bekomme ich das ganz, ganz stark. Für weitere sehe ich gerade tatsächlich eine Farm, so etwas Ähnliches, mit mehreren Tieren, mit mehreren Menschen. Und ich bekomme das sehr familiär. Das heißt, dass es gut sein kann, dass entweder du jemanden kennst, der einen Bauernhof hat, eine Farm hat oder dass man einen Ausflug dahin macht. Und da spüre ich schon eher so diese Herzensverbindung, dass das einem guttun wird. Weil das irgendwie letztendlich auch dieses familiäre in einem stärken wird. Das ist so das, was ich bekomme. Des Weiteren
Letztendlich der Bergkristall steht natürlich auch für die Klarheit, er steht für die Verbundenheit, bekomme ich aber auch gerade. Und das letztendlich zu der Person oder aber auch für dich selbst. Und ich glaube, vielleicht geht es ja auch so ein bisschen um diese Ahnenthematik. Letztendlich, wenn wir die mütterliche Seite nehmen, vielleicht darf da jetzt auch was Karmisches gelöst werden, etwas aufgelöst werden. Ein karmischer Vertrag vielleicht, was dein Herz noch ein bisschen blockiert. Ne? Was könnte das hier oben zum Beispiel auch bedeuten? Für manche bekomme ich das. Und wenn du jetzt spürst, dass alleine, dass ich sage, das könnte jetzt ein Mutterthema sein oder du hast wirklich etwas mit einer Frau, einer Verbindung zu tun, was dir im Moment nahe geht, was dich belastet, dann denke ich mal, ist das schon der Impuls, dass du da vielleicht einfach etwas loslassen darfst. Letztendlich bekomme ich die Karte hier mit der Sternenmutter. Wie kannst du gut für dich sorgen? Auch den Hinweis, dass hier auch gut für dich gesorgt ist. Also, dass wirklich auch von oben für dich gesorgt ist und du das auch mehr spüren darfst. Also wirklich diese Sanftheit auch. Ich bekomme hier, ne, diese Sanftheit, dass du dich mit dieser mütterlichen Energie, die diese Sanftheit ja mitbringt. Und es ist egal, ob du vielleicht auch selber Mutter bist. Also es kann natürlich auch komplett anders sein. Es könnte auch sein, dass du hier diese Dame bist und vielleicht eine Tochter hast. Und da fühl mal rein. Letztendlich ist es trotzdem diese Ahnenlinie Mutter, Tochter, Großmutter, diese Verbindung. Es ist trotzdem der Strang und vielleicht darf da was gelöst werden, was verstärkt werden. Also spür da mal in dich rein. Ich bin gespannt, was mit dir resoniert, welchen Impuls du mitnehmen konntest. Stapel Nummer 2. Du siehst, ich bin ja noch am Anfang mit meinem Kanal. Das heißt, über ein Like, ein Abo, ein Kommentar würde ich mich von Herzen freuen. Und vielleicht sehe ich dich auch bei Stapel Nummer 3 wieder, wenn auch das mit dir resoniert hat. Ansonsten vielleicht bei einer anderen Legung. Ich wünsche dir alles Liebe. Tschüss. Und Stapel Nummer 3, wenn du dich für Stapel Nummer 3 entschieden hast, den wunderschönen Aventurin. Dann schauen wir jetzt mal, worum es bei dir geht, was auf dich, ja, zukommt, beziehungsweise was möchte sich hier für dich zeigen. Hier sind auch zwei rausgeflogen. So. Okay. Also wir haben hier einmal die Fische und die Rute und die Ehestandskarte. Und da bekomme ich ganz stark, dass es bei vielen um das Thema Finanzen geht, zum einen mit den Fischen. Es kann aber auch gut sein, dass es bei vielen um emotionale Dinge geht. Das heißt, Emotionen, die vielleicht schon länger in einem schlummern, für Streitigkeiten, für gewisse. Ja, ich bekomme Diskussionen rein. Die Ehestandskarte in den Kipperkarten ist natürlich auch ein Hinweis, dass es hier wirklich um jemand geht, um jemand weiters. Für manche natürlich die Ehe selber, also dass es vielleicht Streitigkeiten bezogen auf das Thema Finanzen in der Ehe gibt. Es kann natürlich sein, dass hier, ja, weil letztendlich die Fische stehen auch für Fülle. Es kann gut sein, dass du aber auch aktuell gerade ziemlich gut verdienst, vielleicht eine Beförderung bekommen hast, Projekte hast, die zugehen, dass es bei dir gerade rund läuft und dass so ein bisschen Eifersucht aufkommt, entweder bei deinem Gegenüber, bei deinem Freund, bei deinem Partner, aber vielleicht auch bei deinem Umfeld, dass das wirklich so, als würde man dir das nicht gönnen. Das bekomme ich auch für ganz viele. Ich bekomme aber auch, dass es natürlich Streitigkeiten gehen kann um ein sehr persönliches Thema. Und da habe ich das Gefühl, dass es bei manchen so sein kann, dass man sich geöffnet hat. Vielleicht jemanden, in den man frisch verliebt ist, vielleicht jemanden, den man mag oder einen sehr guten Freund.
Und derjenige hat nicht so reagiert, wie man sich das wünscht. Vielleicht nicht so feinfühlig, vielleicht nicht so wie ein Ehepartner. Also ich habe so das Gefühl, das könnte hier die Route auch bedeuten für ganz viele, dass man so ein bisschen enttäuscht ist. Man hat sich hier geöffnet, man hat hier tiefe Gefühle geäußert und es war nicht das gewünschte Ergebnis, was man sich so ein bisschen erhofft hat. Das bekomme ich hier. Für manche bekomme ich auch, dass es hier um etwas Neues geht. Das haben wir nämlich hier zum einen mit der Magierin und einmal das schützende Nest. Und die Magierin ist natürlich die, die etwas erschafft. Also die vielleicht sogar etwas ganz Herausragendes erschaffen hat oder will. Und es kann gut sein, dass du dir so ein bisschen von außen mehr Schutz gewünscht hättest. Von manchen bekomme ich tatsächlich auch hier, vielleicht von der Familie, von der Mutter, mehr Unterstützung, dass man mehr hinter dir steht. Für manche bekomme ich es auch ganz extrem mit diesem Spirituellen. Vielleicht bist du im Spirituellen selbstständig oder machst Kurse oder bietest Workshop an und du bist so ein bisschen enttäuscht, weil du dir so ein bisschen mehr Unterstützung von deinem Freundeskreis gewünscht hättest oder dass du nicht so ganz akzeptiert wirst von gewissen Menschen, die dich das auch spüren lassen. Das bekomme ich so. Es kann gut sein, dass du vielleicht auch, ja, wie verbal angegriffen wurdest, dass du vielleicht online was gepostet hast und es war kein schöner Kommentar darunter. Also schau mal für dich, das kann jetzt alles sein. Letztendlich weißt du aber um die Magie in deinem Leben und du weißt auch, dass du hier beschützt bist und dass es immer Menschen gibt und ja, auch was Göttliches, was dich beschützt und was dich, ja, wo du einfach die Anwesenheit spürst. Das bekomme ich hier so. Und ich finde, das ist halt auch das Wichtige, dass du das fühlst, auch wenn es dich vielleicht natürlich emotional ein bisschen trifft. Aber du fühlst hier schon diese Verbundenheit und du spürst auch die Magie in deinem Leben. Und hier haben wir einmal Abundance and Thriving. Also ich, ja, und das ist auch das, was sich widerspiegelt. Du sollst wirklich bei dieser inneren Fülle bleiben. Und wir haben hier zweimal Fülle eigentlich, ne? Also wirklich emotional, wie aber auch dann umgesetzt. Ich habe das Gefühl, wenn du deine emotionale Fülle hast, dann kannst du wirklich auch im Außen ernten. Und das passiert hier auch gerade. Also hier ist wie eine Ernte gerade, dass du vielleicht belohnt wirst für eine Sache, dass du etwas ziemlich gut gemacht hast und da kommt jetzt wirklich was bei rum, etwas, was du dir auch schon lange gewünscht hast. Und ja, ich habe so das Gefühl, dass du das auch spürst und auch dankbar bist und dass du auch fleißig bist, das bekomme ich auch. Und dass du jetzt wirklich ein paar Früchte ernten darfst und diesen Wachstum sehen darfst, weil die Giraffe, die ist ja riesig groß und hier möchte auch noch etwas weiter wachsen. Und ich habe so das Gefühl, dass es das auch wird, weil letztendlich haben wir auch hier mit der Magierin, du siehst es auf dem Bild, sie ist viel größer als die ganze Stadt, weil sie aber auch die Sterne anfassen kann, weil sie an das Magische glaubt. Und genauso ist es bei dir auch. Das heißt, du siehst hier vielleicht viel mehr als dein Umfeld und vor allen Dingen fühlst du viel mehr als dein Umfeld. Und das kann manchen einfach nicht passen. Aber ich habe so das Gefühl, das lässt dich auch gar nicht groß, das lässt du gar nicht groß an dich hinan, also an dich dran. Weil letztendlich weißt du ja um dich und du siehst ja hier auch, wenn die Fülle zu dir kommt, auch finanziell, dann weißt du ja, dass du auf dem richtigen Weg bist oder wenn du Früchte ernten kannst. Und alleine, wenn es ein schönes Feedback ist, wenn es wirklich auch welche gibt, die sagen, boah, das ist so toll, was du machst, du bist eine Inspiration, du hast mir so wertvolle Impulse gegeben, auch wertschätzend, das dich weiterzuempfehlen oder von dir zu erzählen, alleine das. Das lässt dich schon in einer unglaublichen Dankbarkeit sein. Und deswegen ist dann, wenn einmal etwas vielleicht Negatives kommt oder du Neid spürst, dann ist das so. Und für ganz viele bekomme ich das aber auch zum Thema Liebe und Fülle. Also, dass es gut sein kann, dass du vielleicht jetzt auch eine neue Partnerschaft hast.
wirklich dein Gegenüber, den du schon länger im Auge hattest, jetzt seid ihr offiziell zusammen. Und es kann gut sein, dass dann gewisse Freunde neidisch sind und sagen, ja, bist du dir denn sicher? Oder ich wäre vorsichtig. Also sowas bekomme ich ja auch, dass man dir hier diese Ehestandskarte, diese Gemeinschaft, dieses frisch Verliebtsein einfach nicht gönnt und dann deine Fülle, ja, dass man das gerne selber haben möchte und vielleicht gerade aktuell nicht hat. So bekomme ich das und dir deswegen das nicht gönnen kann, weil letztendlich bist du hier in der Fülle. Also ich habe so wirklich diesen Satz, du schwimmst gerade in deiner Fülle und hast auch eine unglaubliche Anbindung nach oben. Also wirklich, du vertraust den Symbolen, den Impulsen und du strahlst diese Fülle aus und das zieht unglaublich viele an oder inspiriert ganz, ganz viele Menschen. Wir haben hier auch Tanz das Leben. Unternimm etwas, um dein Energielevel zu erhöhen. Und das spiegelt das eigentlich ganz wider, weil ich finde, das ist auch so eine Füllekarte. Also wirklich dieses Hingeben, in dieser Fülle schwimmen oder wie hier tanzen, dich biegen beim Tanzen, in jede Richtung biegen, mit dem Flow gehen. Also wirklich wie, ich bekomme gerade das Beispiel mit dem Weidebaum, wo die Äste sich unglaublich biegen können, sehr biegsam sind, sich anpassen können. Und dadurch, dass du ja gerade schon dabei bist, dich nicht von so Unstimmigkeiten von der Tanzfläche schubsen zu lassen, sondern wirklich komplett bei dir bist, bei dem Flow bist, bei dem ganzen, ja, bei dem ganzen Leben bist, also wirklich aber auch genießt. Für ganz viele ist es ganz, ganz wichtig, das hier zu genießen und nicht da rein zu rutschen mit, das habe ich vielleicht gar nicht verdient oder warum habe ich das jetzt und warum hat das vielleicht meine beste Freundin nicht, dann habe ich es auch nicht verdient. Glaub mal, dass alles seinen Sinn hat und das letztendlich auch ein Geschenk ist. Und das darfst du wirklich genießen und feiern. Und ja, ich bekomme wirklich diesen Genuss. Also genieße das Leben, tanze und sei dankbar. Ganz viel Dankbarkeit. Und wenn du das aussendest mit deinem Herzen, dann kommt das auch alles genauso zurück zu dir, so bekomme ich das. Also Stapel Nummer 3, ich bin gespannt, was für Fülle dich erreicht. Vielleicht hast du dir auch einen anderen Stapel schon angeschaut. Vielleicht, ja, konntest du Impulse mitnehmen, vielleicht hat es genau zu deiner Situation gepasst. Es ist eine zeitlose Legung, das heißt, falls diese Legung dich trifft, egal wann, dann hat sie Bedeutung für dich und dann kannst du eventuell was daraus mitnehmen. Und ich wünsche mir natürlich, dass ganz viel Fülle und Wachstum und ja, diese Magie in deinem Leben aktuell ist. Wie du siehst, bist du, bin ich ja noch am Anfang mit meinem Kanal. Das heißt, natürlich würde ich mich freuen über ein Like, über einen Kommentar oder ein Abo. Und ja, vielleicht sehe ich dich bei der nächsten Legung. Ich würde mich freuen und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Mach's gut.